und herzlich willkommen zum Spiel Unravel. So, jetzt sehen wir uns mal das Intro an. So, es geht schon los. Ja, ihr habt es im Intro vielleicht schon gesehen. Das Spiel hat wahrscheinlich einen extrem schönen Artstyle. Okay, hier sind keine Fotos drin. Vielleicht müssen wir jetzt Fotos sammeln. Und einen extrem schönen Soundtrack. Und schaut so aus, als wäre es mal ein nettes Spielchen. Ah, X. Ah, okay, wir können jetzt hier wahrscheinlich die Fotos. Oh. Ah, das sind wahrscheinlich dann die einzelnen Missionen. Und die Welt, wo wir jetzt drin waren, ist dann immer sozusagen das Missionsmenü. Und in jedem Foto gibt es eine Geschichte zu sehen oder zu entdecken. So, es geht schon los. Aber ich finde rein grafisch das Spiel hier im Hintergrund mit dieser Unschärfe, den Partikeln, der Schmetterling, das... Oder auch allein die Beleuchtung, das sieht einfach so wow, so wunderschön aus. Und das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte dieses Spiel spielen. Denn ich habe mir jetzt EA Access geholt. Das ist so ein... Oh, wir haben keine Schnur mehr. Fuck, was machen wir jetzt? Ah, da gibt es wieder Schnur. Du brauchst mehr Garn. Halte RT gedrückt. Das Lass zu werfen. Ja, ich habe mehr Garn gefunden. Nein, aber ich hab mir im EA Access geholt. Und das ist halt so ein Service, da zahlt man ein paar Euro im Monat. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Jawohl. Da zahlt man 3-4 Euro im Monat, ich glaube 3,99. Halte B gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Ich komme auch nicht dazu, meinen Satz fertig zu reden. Ha? Halten gedrückt, um nach Dingen zu greifen, bewegen den Topf weiter nach links. Aha. Ah. Dann werden wir... was hier kann man, glaube ich... Jawohl. So. Kais. Also da zahlt man ein paar Euro im Monat und hat dann eine doch relativ große... Auswahl an Spielen, die man halt gratis, oder natürlich nicht gratis, man zahlt ja dafür, aber die halt in diesem Paket enthalten sind. Und da habe ich mal durchgeschaut und es waren relativ viele Spiele, die mich interessiert haben oder hätten, wo ich mir gedacht habe, zum Kaufen ist es mir fast zu schade, weil ich weiß nicht, ob ich sie ganz spielen werde und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, scheint eine Erinnerung zu sein, die wir gefunden haben. Aber eben zum Kaufen wäre mir das dann doch zu viel. Und dann habe ich gedacht, hole ich mir das EA Access mal, spiele die ganzen Spiele ein wenig und dann kommen wir in der Summe billiger davon.
Und da war unter anderem auch dieses Spiel dabei, das habe ich dann erst danach gesehen. Und eine Garnbrücke zu bauen. Ah, so. Blümchen ist dick nach unten gezogen worden. Oh, nice! Aber eben, dieses Spiel war hier auch dabei und ich habe mir halt die Bilder angesehen und das sah so schön aus, dass ich gedacht habe, okay, das wird jetzt gespielt. Vor allem, weil ich mal Bock hatte auf irgendein ein schönes, nettes, kleines Singleplayer-Spiel. Eben genauso mit schöner Grafik, schöner Musik, mal irgendwas etwas Entspannenderes. Oh! Das ist ja cool. Und da war das ja eigentlich perfekt. Hätte er die gedrückt oder den Link gedrückt. Aha. RT. Und der Link, okay. Ah, so, jawohl. Ja, und da war das, ja, glaube ich, da war das perfekte Spiel und ich sehe schon, ich habe mich da, glaube ich, nicht getäuscht drin. Wieder etwas gern. Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, musst du den linken Stick nach unten umgezogen und A gedrückt werden. Okay, jawohl. Waaah! Nein! Okay. Halte LT gedrückt, ja, das machen wir. Okay. Ah, jetzt geht's, jawohl. Ja, und irgendwie, ich mochte ja schon die, wie hießen die, Little Big Planet, kann das sein? Das waren ja, war auch so ein Jump and Run mit diesen Stofffigürchen. Und das Spiel hat mich auch immer angesehen. Ich habe es mir dann mal für die PS3 gekauft, aber da war das Gameplay irgendwie etwas nervig. Und deshalb habe ich es dann wieder gelassen. Aber das Spiel sieht mich, also finde ich gerade sehr, sehr cool. Oh, 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 die Äpfel blockieren hier meinen Katapult. Und wie es aussieht, ist die Story hier auch ja, relativ emotional, könnte man sagen. Siehst du den Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später zu diesem Level zurückkehrst. Ah, okay, ein Checkpoint. Ja, gut, aber was mache ich jetzt? Ich glaube, diese... Oh. Okay, wir können also nass werden. Das ist kein Problem. Okay, wie ist er jetzt so? What? Nein, wir trinken. Oder wir trinken nicht und können schwimmen. Nein, wir können nicht schwimmen. Oder, doch, wir können schwimmen, oder? Oh nein. Okay, wir trinken Scheiße. Okay, vielleicht drücke B, um nach Gegenständen zu greifen. Vielleicht können wir irgendwie Äpfel dann... Ah, oder wir müssen doch über dieses Katapult, über dieses Loch springen. Das kann natürlich auch sein. Also ich sehe schon, ihr werdet sehr viel Spaß mit mir haben, weil ich einfach in so Spielen immer zu dumm bin, um die Rätsel richtig zu lösen. Ah!
Nein! Aus. Okay, was ist, wenn ich das... Wie können wir das machen? Wenn wir hier gefangen sind... Okay, wir können wieder hochklettern. Also würde ich sagen, wir lösen jetzt die Falle mal aus. Hochklettern. Und klettern jetzt schnell wieder hoch. Und schauen, was dann passiert. Eventuell können wir hier ja Äpfel über das Katapult. Ah, das ist gar kein Katapult. Eben über dieses Ding hier reinschmeißen und haben dann eine Apfelbrücke. So, die nehmen wir auch noch. Hm, die schauen echt lecker aus. Da kriegt man doch gleich Lust auf einen Apfel. Ja, ich glaube, einen holen wir uns noch. Dann sollte das machbar sein. Aber auch das Sounddesign hier mit den Vögeln im Hintergrund, das plätschernde Wasser. Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Wah! Fuck! Schnell, schnell, schnell! Okay. Wir holen uns lieber doch noch einen Apfel. Und ich muss auch zugeben, ich früher als Kind mochte ich halt, waren so Stofftiere eigentlich immer mein Lieblingsspielzeug. Und auch deshalb finde ich hier diesen Garn-Hauptcharakter ganz, ganz nett. Ah, okay. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Hier, oh, ein Vogel. Einzige Frage, oh, das wird jetzt dann sicher zusammenklappen und uns zerdrücken. Hm? Ah, nein. Gott sei Dank nicht. Schmetterling. Oh, aber jetzt ist dann bald unser Garn aus. Was machen wir denn jetzt? Ah, hier. Durch die Disteln. Wie komme ich hier durch? Mit Anlauf? Oder wenn ich hier mein letztes Stück Garn verwende, um die einzureißen. Okay. Schauen wir mal, ob wir einfach unten vorbeikommen und die Sonnenblumen als Leiter verwenden können. Los geht's, rauf mit dir. Hey, das Einzige, was ich mich noch frage, ist, was hier jetzt dann die Story ist. Das ist jetzt ja im Moment noch nicht wirklich klar. Ist das auch ein Garten? Nein, da kann man nur raufspringen. Okay, das Gartentor. Ich glaube, hier ist das Level zu Ende, also müssen wir doch hier rauf. Vielleicht gibt es hier eine... Ah, ein Rad. Ich schätze, das wird von diesem kleinen Jungen sein, den wir in den Bildern gesehen haben. Eventuell können wir hier übers Rad dann doch weiter. Aber wir haben uns jetzt hier irgendwie... Nein. Jawohl. Oh, jetzt können wir Rad fahren. Yay. Everybody got surfing in the USA.
hier wieder weiterer Gang. Ob wir da wieder zurück ins Haus finden? Los geht's. Hier geht's weiter. Da ist noch eine. Nur die Frage, ob wir hier dieses Geheimnis hier holen wollen. Ich mach's mal, ich riskier's. Ah, fuck. Tja. Schade. Ich dachte wirklich, dass ich jetzt, wenn ich hier runterspringe, vielleicht hier diese Münze oder was auch immer das ist. Na, super, jetzt schaffe ich's nicht mehr. Es tut mir so leid. Ernsthaft? Davor habe ich das so elegant gelöst. Jawohl. Aber das kommt davon, wenn man dann versucht, schnell zu machen. Aber diese Aussicht hier im Hintergrund, das ist einfach richtig, richtig schön. Oh, hier kommt irgendwas. Das war das wahrscheinlich das Baumhaus vom kleinen Jungen, wo er mit seiner Freundin gespielt hat. Das ist wieder etwas Garn. B. Oh, das Kinderspielzeug liegt noch hier im Garten. Ich glaube, das werden wir mitnehmen. Ah ja, da müssen wir wieder eine Brücke bauen. X. Okay. So, aufklettern. Und jetzt X. Jawohl. Okay, aber scheint dann doch eine etwas traurigere Geschichte zu werden, als am Anfang erwartet. Jetzt ist die Frage, ob ich das noch weiter mitnehmen soll. Ich denke mir schon. Oh, ein Igel! Oh, ist der lieb. Oh. Ah. Ich weiß schon, was das wird. Hier werden wir den Klotz auf die Wippe legen müssen, damit wir dann über die Wippe gehen können, ohne dass das Gewicht die Wippe dann nach unten bewegt. Jawohl. Oh, ein Vogel. Oh, also ich muss echt zugeben, das ist wahrscheinlich eines der schönsten Spiele, das ich je gespielt habe. Oh, jetzt wird's spannend. Aber das, liebe Freunde, sehen wir beim nächsten Mal.